So Leute, weiter geht es mit Hilfe. Sims 4. Wir sind gerade wieder hier zu Hause. Wir haben nämlich im letzten Part die Wissenschaftskarriere besucht mit der guten alten Layla. Sie ist gerade noch ziemlich inspiriert, war es, glaube ich. Oh Gott, konzentriert. Ist übrigens immer noch der Mittwoch, der warme, warme Mittwoch, wo ich. Das ist nicht dein Bett. Das ist einfach nicht dein Bett. Nämlich da hinten ist dein Bett. Das ist deins. Okay, wir müssen ganz kurz was machen, bevor ich jetzt irgendwas anderes sage. Bevor ich das nämlich vergesse. Ich möchte nicht unbedingt ihr Selfie, ihr Arbeitsselfie aufhängen. Ihr allererstes Arbeitsselfie. Ja, macht man ja eigentlich so, wenn man das erstmal irgendwo arbeitet. Erstmal Arbeit, genau. Deutsch können wir übrigens auch. Na, du Schmollende. Was ist los mit dir? Ich weiß, du hast die gute Layla vermisst, warst du ganz alleine. Und ich habe eine gute Aufgabe für dich. Du kannst meine Müll rausbringen. Yay. Übrigens habe ich mir jetzt überlegt, dass wir heute nicht, oder eher morgen, nicht mit der guten Layla mit zur Arbeit gehen, sondern wir irgendwie versuchen werden. Warte mal, ich muss den Brunnen. Nein. Warte, ich muss den Brunnen ausmachen. Irgendwas war da frittiert. Frittiert ist immer gut. Genau, wir haben nicht nur 24 Stunden Zeit, um unsere Rechnung zu bezahlen. Deswegen müssen wir jetzt unbedingt ganz viel Geld machen. Und am besten geht das bestimmt, wenn wir... Gibt es hier irgendwo was zu angeln? Gibt es hier irgendwo was zu angeln? Wo kann man hier angeln? Kann man hier überhaupt irgendwo angeln? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird sie, glaube ich, anfangen zu malen. Ach so, das ist sie. Was machst du denn gerade? Du verwirrst mich. Wir müssen auf jeden Fall jetzt insgesamt irgendwie 3000 Simoli uns verdienen an einem Tag. Ohne jetzt irgendwie was zu verkaufen, weil es wäre sonst ziemlich lame und nicht so lustig, jetzt auch noch irgendwie hinzubekommen. Das heißt, wir gehen einmal nach oben, machen Musik an. Geht ja gar nicht. Dann habe ich eine Idee, wir machen draußen... Na, es ist so scheiße, wir haben kein Geld, um Musik anzumachen. Das heißt, wir hören jetzt ohne Musik. Wir machen jetzt ohne Musik hier ein bisschen coole Sachen. Sie wird es nämlich noch, weil sie verspielt ist, ein verspieltes Gemälde. Kostet so viel. Wir machen aber einfach ein kleines Gemälde und hoffen, dass es gut wird. Was war das denn hier nochmal? Sind das Bäume? Bäume beim Waldbrand. Oh, super. Richtig süß im Waldbrand im Hintergrund. Was war da oben? Ach so, ein Schornstein. Ich dachte, da fliegt so ein Heißluftballon lang. Ich weiß nicht, warum ich das dachte, aber... Bald geht es auch, also ich würde mal sagen, wir sind, glaube ich, dann beim nächsten Part mit Bella bei der Arbeit. Sollte eigentlich, glaube ich, passen, wenn du dich jetzt noch ein bisschen beeilst. Denn wir müssen noch ganz viel schaffen. Die gute, gute Layla schläft jetzt. Das heißt, du... Oh, ich spinne rum, ne? Wirklich wegen dieser Hitze, es tut mir so leid. Also mal gucken, was sie dazu hinzaubert. Dank ihrer neuen Malereifähigkeiten kann Bella wunderschöne Leinwandkünste kreieren. Je höher der Fähigkeitenlevel, desto fortschrittlichere Muster kann sie malen. Super, Bella, ich bin so stolz auf dich. Jetzt macht er bitte auch Gemälde draus. Ich dachte irgendwie an ein pinkes Pikachu. Warte, was hat sie? Was hat sie denn? Liebe ist toll. Romantische Sims müssten Liebe zeigen und Liebe empfangen. Entschuldigung für eben, alles gut. Es hat nur irgendwie ganz kurz rumgesprochen. Wird das ein Hase oder ein Hund? Also irgendwie ist das so ein Häschen, aber auch ein Hund, weil da vorne so eine Schnauze hat. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall pink. Würde das jetzt Layla malen, dann würde ich mich so ein bisschen mehr Luft machen. Mit jemandem flirten. Hast du es? Ah, wir können es... Warte mal ganz kurz, wir müssen es verkaufen. Alter, hier war irgendwo der... Oh, wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Geld. Das können wir gerne die ganze Zeit machen. Ist zu angespannt. Oh, ist das dein Ernst? Okay. Dann machen wir einmal eine dampfende Dusche. Oh Gott, was machen wir denn jetzt dagegen, dass sie... Weil sie ist ja angespannt. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich habe echt gar keine Ahnung. Und es ist auch so doof, dass... Sie trägt auch was beim Duschen. Ich weiß nicht, die haben irgendwie alle Komplexe. Ich weiß auch nicht so genau. Guck mal, da bin ich. Der Geist der Verlorenen. Was? Der Verlorenen, so. Damit ich jetzt nicht so überlegen muss, wie ich heiße. Hi. Da fliegt ein Vogel. Da. Nee, es sind wirklich ein Vogel. Cool, wir haben ganz viele Vögel bei uns in der Nachbarschaft. Sie ist immer noch angespannt. Wie macht sie das denn jetzt? Wir rufen jetzt einfach irgendjemanden an, der kann jetzt herkommen. Christian. Na, komm mal her. Oder können wir jemanden irgendwie noch so... Sie können wir auch einladen, hier abzuhängen. Jetzt ist sie kokett. Ist das denn ernst? Caroline? Wer ist das denn? Caroline Förster. Keine Ahnung. Christian! Christian ist bereits hier. Okay, wir haben einen Stalker. Da unten ist Rebecca. Hallo, Rebecca. Über Rechnung beschweren. Komm. Wir beschweren uns jetzt über die Rechnung. Vielleicht gibt sie uns ja ein bisschen Geld.
Ein bisschen Kohle. Aber wo ist denn bitte Christian? Ist er im Haus? Woher bist du? Also ich habe dir gerade nicht geschrieben, also das war ich nicht. Wer joggt da jetzt an unserem Haus lang? Ich meine, das ist ein Privatgrundstück. Ach, ist das die, die wir eingeladen haben? Gerade? Ja. Aber wo ist Christian? Ich habe ihn eigentlich gar nicht eingeladen. Gruselig, dass er jetzt irgendwie hier sein soll, weil ich habe keine Ahnung. Wer ist denn das da hinten? Christian? Ich weiß nicht mal, wie Christian aussieht. Hallo? Du bist namenslos. Interessant, freut mich sehr. Vorsicht, da sind. Was haben wir denn hier? Warte, warte, warte. Wir können ernten und die auch verkaufen. Wir können die Sachen verkaufen, stimmt. Haben wir noch irgendwas in der Gegend vielleicht, was wir ernten können? Oder irgendwas anderes? Hör auf mit ihr zu reden, wir brauchen Geld. Ich meine das ernst. Die können wir auch verkaufen, bestimmt. Gibt es sonst noch irgendwas? Irgendwo im Garten oder so? Das hier können wir einmal. Ein Pilz. Hallo. Dank der neuen Gartenfähigkeiten von Bella. Sie können jetzt irgendwas machen. Ernten. Und ernten. Cool, sehr ganz viele. Ich muss los sagen, dass du dir Zeit genommen hast. Wie toll. So. Ich möchte auf jeden Fall ein kokettes Gemälde malen. Können wir auf jeden Fall gerne machen. Wenn die alle verkaufen. Warte, wie machen wir das denn? Ich möchte gerne alles verkaufen. Ja, 20 Simoleons. Einmal. Sehr schön. Ist sie müde? Ach, Quatsch. Sie malt noch kurz ein kokettes Gemälde. Und dann kokettes Gemälde malen. Dann gibt es hier noch einmal das hier. Das können wir auch verkaufen. Ja. Das hier gibt es drei. Das ist doch immerhin ein bisschen Geld, ja? Das ist gar nichts, ehrlich gesagt. Oh, Rosen. Hä, das sind Rosen. Aber oh, die geben viel. Sehr schön. Guck mal, haben wir jetzt schon ganz schön viel Geld gemacht. Finde ich cool. Jetzt können wir bitte kurz nach oben, Fräulein, denn wir müssen ja noch ein bisschen hier was zeichnen. Wahrscheinlich macht sie wieder die Nacht durch. Oh, das sieht aber sehr, oh, sehr kokett. Seht ihr die Kokettigkeit in diesem Gemälde? Einfach schon in diesen Grundrissen des Gemäldes, wie toll es wird. Sieht aus wie so ein Pferdekopf mit pinken Haaren und dieses braune ist das Auge und ein bisschen fett geschminkt. Ja, und hier vorne sind die Hufe oder eher die Beine, wie das so über irgendwie die Luft springt. Könnte ein Jan-Pferd sein, ne? Und hier hinten fliegt das von fettes Baby, das irgendwie so liegt. Seht ihr, das ist so hier vorne links, das ist der Mund und da sieht man die beiden Augen und so. Ja. Was auf jeden Fall was du malst. Mal gucken, was es gleich wird. Ich habe wahrscheinlich eh recht. Mal schauen. Ich sag euch, das wird so aussehen. Das wird auf jeden Fall so aussehen. Ja, seht ihr, da ist das Pferd. Und da ist das Riesenbaby. Auf jeden Fall. Seht ihr, da ist es. Ich meine, das Riesenbaby hat sich getarnt als hier, das hier. Oh, können wir verkaufen. Oh. Ja, müssen wir machen. Wir brauchen das Geld. Wir brauchen die ganze Kohle. Dann machen wir jetzt mal ein kleines, mittelgroßes, klassisches. Ich kann schon nicht mehr reden. Reden ist auch ziemlich anstrengend, ne? Das ist wirklich richtig schwer. Was könnte man sonst so machen? Das hier kann man. Das ist. Ne. Auf jeden Fall muss es hier noch irgendwo mehr geben. Levelaufstieg Nummer 4. Hier kann man Frösche suchen. Frösche suchen habe ich noch nie gemacht. Was bringt das einem? Findet man Frösche und die kann man dann irgendwie. Doch, Frösche suchen habe ich bestimmt schon mal irgendwo gemacht. Hallo. Bist ein bisschen auffällig. Über dir könnte jemand stolpern und dann sein Gesicht aufratschen. Vielleicht verliert er einen Zahn. Ist alles nur, weil da eine Libelle ist. Oh, guck mal, eine Libelle. Hallo. Hallo, Samsung. Finde ich jetzt Samsung, die Labelle. Labello. Oh mein Gott, Labellos bestehen nur aus Libellen. Ich benutze nie wieder Labellos. So, was machst du jetzt? Das ist ein Fluss. Das ist ein Baum. Das ist, wartet, Ratespiel. Rechts oben, das ist auf jeden Fall so ein See. Hier unten sieht man nämlich das Gras. Und das hier ist, da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall, ihr gefällt es, also muss das schon was sehr Komisches sein, wenn es ihr gefällt. Oh mein Gott, in diesem Part machen wir so tolle Sachen, wir verdienen. Ach, das ist von Alien, das hatten wir auch schon mal, glaube ich. Ach, natürlich. Warum machst du nie die Sachen, die ich möchte? Gehst du nie auf die Wünsche deiner Zuschauer ein oder was ist hier los mit dir? Und sie möchte mit jemandem Freundschaft schließen. Jemanden kennen, der möchte sie ja. Pech. Also um 3 Uhr morgens wirst du, glaube ich, wer jemanden kennenlernen könnte. Oh, was ist hier los? Sie ist selbstsicher schön. Kannst du unten gleich mal. Aber warum ist sie denn jetzt schon wach? Fuck. Kannst du gleich mal hier irgendwas zu essen machen? Kochen vielleicht einmal. Was machen wir denn?
Tomate? Nee. Wir machen einfach mal zum Frühstück. Ach, mehr kann man gar nicht machen. Kostet alles so viel, ne? Ach du Scheiße. Wir machen Gartensalat. Eine Familiengröße. Neun Simoleons verschwendet. Neun Simoleons. Da kriegen wir jetzt wieder rein. An Sammler verkaufen. Das können wir auch nicht den ganzen Tag machen. Einfach nur Gemälde machen. Wir machen jetzt ein großes Gemälde. Komm schon. Und sie möchte. Alter, die ganze Zeit ändert sie ihre Wünsche. Sie möchte mit Leila plaudern, mit Rebecca sich anfreunden tun. Oh mein Gott, das ist ziemlich groß. Da oben kommst du nicht ran. Gehen wir mal eben kurz zu Leila. Wir haben jetzt nämlich genug von Bella. Jetzt hören wir mal ein bisschen zu, wie sie. Oh nee. Das sieht nach Tomaten aus, ja? Willst du jetzt Anerkennung? Riecht auch nach Tomaten, hoffe ich doch mal. Du hast Fingernägel. Du hast Fingernägel? Nee. Oh mein Gott, sie hat einfach ihren Salat in Tomaten verwandelt. Das ist nur so eine Zauberin. Was kann die denn noch so alles? Die sind daneben gefallen, da sind irgendwie reingegangen. Das ist auf jeden Fall ein Hack. Du cheatest. Ja, ich bin hier. Also, guck mir in die Augen. Ich weiß, wenn du mich eins anschaust, ich sehe das in deinen Augen, wenn du lügst. Sie lügt auf jeden Fall. Seht ihr, wie sie lügt? Okay. Ich habe keinen Hunger. Danke, Leila. Nett, dass du uns allen was zu essen machst. Das ist sehr freundlich von dir. Ja, ich gehe mal eben kurz zu den Nachbarn. Oh, PC, ich bin nicht rum. Oh, hallo Nachbarn, ich dachte ihr. Oh Mann, oh. Egal, sie ist jetzt. Sie meint noch ihr tolles Bild. Wie lange braucht sie denn noch? Sie ist anscheinend ja gleich fertig. Eigentlich geht das schnell, ne? Aber ich muss einfach. Wow. Wow. Innerhalb 3 Nächte ist sie. Einer Nacht ist sie schon Stufe 3. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist eigentlich wirklich ganz cool. Und was du gleich machen kannst, weiß ich übrigens nicht. Aber du kannst ganz alleine frühstücken. Um 4:30. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, der Salat wird nicht schlecht. Das wäre ein bisschen blöd. Warum spinnt das jetzt schon wieder rum? Das regt mich richtig dolle auf. Ich möchte doch einfach nur ein Part aufnehmen. Oh. Das hat voll was. Auch wenn man. Guck mal, hier ist ein Riesenbild. Ach, du versperrst die Sicht. Bah, ganz ruhig. Ganz ruhig. Nicht rumspinnen. Wir verkaufen jetzt das Bild. Und wir kriegen wie viel? Wir kriegen Geld. Das klingt gut. Ja, du wirst jetzt auch was essen. Alter. Ganz ruhig. Oh, hi. Na, ich, ja. Sie denkt auf jeden Fall ans Mal. Oh mein Gott, wie kann sie denn bitte. Wie konnte sie das denn sehen? Was ist das denn jetzt? Wegen der Wissenschaftskarriere, dass sie. Hallo, ganz ruhig. Jetzt nicht rumspinnen. Psst. Wir müssen Stopp machen und uns daran gewöhnen, dass wir gerade aufnehmen und. Bitte nicht rumspinnen. Ganz ruhig, Leute, okay? Vielleicht liegt es am Salat, vielleicht sind sie. Wie nennt man das denn, wenn man nur Fleisch isst? Wie nennt man das? Es gibt bestimmt auch solche Leute. Oh mein Gott. Okay, vielleicht ist Fleisch nicht das Zauberwort gewesen. Salat. Obstkorb. Melone. Ananas. Erdbeeren. Paprika. Kirschen. Kirschen waren nicht gut. Orangen. Banane. Ja. Warte. Ich bin immer noch rum. Anscheinend scheint es nicht zu helfen. Oh mein Gott, was ist hier los? Es ist einfach viel zu warm. Wie soll man denn hier aufnehmen? Scheiß PC. Ich meine, toller PC. Nein, das ist da. Was machst du da? Vielleicht geht es ja jetzt. Und guck mal, wie es einfach so mega League of Legends ist. Ich meine, das Feuer, das könnte Brand gewesen sein. Und da gibt. Stimmt, dieser Herz im Pool. Leute, bitte, das ist nicht jugendfrei. Ich will das Video nicht auf 18 schalten. Aber okay. Ja, ich weiß noch, da gab es doch dieses Hokuspokus-Pack, ne? Pack. Dieses Hokuspokus-Pack, Alter, war so scheiße. Ist das wirklich so ein Gameplay davon? Also, sah es wirklich so aus? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß noch, genau, man konnte so cool in Urlaub fahren. Macht seine Hand da weg. Sie denkt man, sie kann. Die Gartenzwerge oder. Es gab doch so ein. Alter, es gibt auch so ein Gemälde auch von so einem Clown, ne? Und wenn man den aufgehangen hat, also ich meine das Gemälde und nicht den Clown, dann kam auf so ein komischer Clown, der creepy war. Übrigens sollte sie sich mal um ihre Sachen kümmern. Das Spiel nicht komisch rum, mach irgendeine andere Sache. Geh duschen oder so. Wir müssen auch noch Geld verdienen. Bis heute Abend brauchen wir so viel Geld. Also nachdenklich duschen. Und du isst und isst noch weiter. Und gehst du da hinten auf die Toilette? Oh, wir haben echt eine Toilette. Ich habe das gerade echt nicht gesehen, dass wir da eine Toilette haben. Und dann wirst du auf jeden Fall weiterzeichnen.
Oh, nach Vorlage malen. Wie sie vielleicht duscht. Weiß ich auch nicht. Beeilt euch mal ein bisschen. Wir haben noch viel zu tun, Leute. Schnell, solange sie noch unter der Dusche ist. Nein! Vielleicht lässt sich ein gutes Bild von. Musst du jetzt echt deine Hände waschen? Von der guten. Warte, warte, warte. Warte, warte, ich habe eine coole Idee. Wir lassen jetzt nämlich auf hier einmal Nickerchen machen. Bitte, warte. Oh, achso, wir kriegen das Geld wieder. Ich mache gerade die ganze Zeit Stopp, es tut mir leid. Nach Vorlage malen, so. Und einmal hier so, wie sie da liegt. Das finde ich ganz süß, wie sie da so schläft. Weißt du, so ein bisschen stalkerhaft, so. Oh Gott! Ich möchte eigentlich einmal kurz woanders hingehen. Kann man auch irgendwie kurz woanders hingehen? Ich mache jetzt, das ist mein Bett, Leute. Das ist mein Bett. Und davon zeichne ich jetzt was. Ja. Ja, wenn das geht. Ich kenne mich echt nicht aus damit. Ich glaube, bei Sims 3 kommt man dabei immer schön so. Da kommt man immer so wirklich aussuchen, was gezeichnet. Oh. Oh. Mal gucken, was daraus wird. Ich bin gespannt. Ich bin so überrascht. Ich glaube, das wird ein Zelt. Oh, das wird sowas von Zelt, oder? Oder so ein Indianerhaus. Weißt du, Indianerhaus. Alles klar, Leute. Ich bin high. Ich glaube, wir können doch erst. Steht da Hure drauf. Entschuldigung. So auf Englisch halt, ne? Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was gerade über mich kam. Auf jeden Fall ist das punktig. Punktig ist immer toll. Machst du toll? Ist ein bisschen pixelig, aber das änderst du gleich noch, ne? Also, ihr gefällt es auf jeden Fall. Hast du das Krümelmonster irgendwie auf deinem Oberteil? Hi. Ach, du malst. Ja, natürlich. Ja. Fertig. Sehr schön. Dann können wir es ja verkaufen. Wir brauchen so viel Geld, verdammt, schlafen. Und du solltest vielleicht auch mal gleich aufstehen, denn wir müssen gleich los. Du musst gleich los. Ich würde mal sagen, derzeit. Oh, man muss jetzt nicht über den Fernseher gucken, ne? Wie kommt man nochmal nach unten hier? Könntest du ja nochmal ein bisschen das auf jeden Fall in den Kühlschrank stellen und jetzt ganz kurz irgendwas trinken. Hier, trink mal irgendwas Cooles. Nämlich vielleicht einmal einfach Orangensaft. Ich habe nämlich auch gerade Orangensaft-Tränen. Stehen. Trinke ich nicht wirklich oft, weil es nämlich voll viel mit Zucker, aber dachte ich mir halt so, ja, kaufst du dir. Nicht verspielt sein. Du musst inspiriert sein für die Arbeit. Sei inspiriert. Oh Gott, ich krieg Nachrichten. Ich möchte aber gerade aufnehmen. So, jetzt sehen wir nochmal kurz, wie sie einfach sich auf den gleichen Platz setzen, einfach mit diesem Obstkorb. Und dann schaut sie mich so komisch an. Macht Spaß mit deinem Orangensaft. Schmeckt er dir denn, Fräulein? Ach ja, hör mal auf. Ach, du bist so lustig. Natürlich schmeckt er nicht. Das ist Orangen. Das ist Orangen. Punkt. Deutsch. Ja, sie schämen sich auch schon für mich. Ich weiß. Irgendwie krieg ich krieg's aber nicht hin, so grießcremige. Ich habe mich gerade voll komisch angehört. Sims zu machen, die irgendwie nicht. Danke, ich stinke aber nicht. Ist zwar warm, aber so schwitze ich jetzt auch nicht. Also dolle. Können Sie doch rausgehen. Geh raus, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Auf jeden Fall. Mach ich jetzt den Stopp. Beende den Part. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, liebe Leute. Und dann müssen wir diesen Part irgendwie, den nächsten Tag noch irgendwie überstehen und ganz viel Geld sammeln, damit wir unsere scheiß Rechnung bezahlen können. Ich hätte eigentlich vor, was anderes zu machen, aber ich möchte es nicht, dass hier dieser scheiß Typ hier kommt und uns Sachen geklaut hat, genau. Sachen klaut. Deswegen, tschüss. Schönen Tag noch. Gute Nacht. Oh, ich nehme noch auf. Oh, oh Gott.